Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions Pregnum. Ja, es tut mir leid, ich hatte zu fest Kopfschmerzen. Ich konnte dieses Weihnachtsevent wahrscheinlich gar nicht mehr machen. So geht's noch? Okay, es geht. Komisch. Komm, machen wir das jetzt. Aber ich muss den Schlitten holen. Tja, komisch, komisch. Wieso geht das Weihnachtsevent? Das ist ja schon der vier, der fünfte ist heute schon. Boah. Gib mir nochmal die Quest, sonst machen wir die Quest halt einfach nicht. Aber das ist die blödste Quest, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Gibt keine schlechte Quest. Ja. Okay, fertig. Nein, ich brauche die Sachen nicht. Das sind so hässliche Sachen. Die sind so hässlich, dass sie krachen. So richtig fett krachen. Jetzt hoffen wir, dass wir keine Gegenspiele haben. Hey, kriegst du nicht? Das ist nämlich ein bisschen böse. Ja, komm. Tu nicht so blöde. Aber wenn die jetzt irgendwie hier draußen warten auf mich, auf den großen Drago-Basler, nein, nein, dann finde ich es nicht so toll. Hä? Also, welches Boot muss ich nehmen? Das geht nicht. Ich glaube, das rechts war es. Also wir sind vom echten Boot gekommen. Ja, ist auch richtig. Sehr gut. Ich darf aber keine Spiele treffen. Was die Alsen haben am meisten Ding? Ah nein, die Syrten. Syrten ist in der Mitte. Ich dachte, es ist Syrten, Alsen und Egnen. Aber nein. Es sind ja wieder die Syrten. Die Syrten sind immer überlegen. Wir werden diese Postis so richtig aus diesem Land vertreiben. Wir sind die Besten. Wir werden sie so trollen, bis sie alle weg sind. Das wär cool. Ja, ja. Na, was geht euch bei euch so? Ich habe sehr, sehr lange jetzt noch mit Genex geredet. Und ich fühle mich eigentlich schon lange ausgelaugt beim Reden, aber das ist so ein netter Let's Player. Ich mag ihn. Er hat ungefähr doppelt so viele Zuschauer wie ich. Aber er macht halt auch nicht so unbekannte Spiele wie ich. Ich mache ja eher Champions of Regnum oder so. Und bin halt ein Minecraft-Let's Player. Ist klar, da kommen nicht so viele, aber... Ja, ich bin ja auch am Wachsen. Ja? Feindliche Knochen. Ich habe feindliche Knochen. Da ist, glaube ich, eines sogar noch verschwunden. Okay. Ja, ich schaue, dass ich jetzt in den nächsten Monaten die Qualität, vor allem von meiner Stimme und so, noch verbessern kann. Sagt mir bitte, gebt mir ein bisschen Feedback, was halt nicht so gut ist bei mir. Aber, ja, es ist mega cool, dass ich jetzt endlich auch andere Let's Player habe, die mit mir etwas anfangen können oder wollen. Und der Genix ist der erste gewesen und ja, freue ich mich auf einen nächsten. Nein, ich habe schon ein paar Let's Player kennengelernt, aber er ist mit doppelt so vielen Abonnenten wirklich der erste, der mehr Abonnenten hatte als ich selber. Weil ich tue niemand an, neben der Sub for Sub macht oder sonst irgendwas. Ich lehne das generell ab. Ja, sonst macht niemand mehr Videos über Regnum. Es ist jetzt wirklich langsam ein bisschen Flaute. Scheinbar haben sie in der Entwicklung nicht geschafft, die Zuschauer, die Let's Player bei sich zu behalten. Also ich höre nicht auf, das werdet ihr erfahren. Ich höre nicht auf, aber... Es kommen halt nicht allzu viele Videos. Wenn es wirklich gut klappt, wenn ihr liked und Kommentare schreibt, dann werde ich öfters Videos bringen. Aber nur dann. Und dann werde ich wirklich noch ja, öfters bringen. Also dass ich sage, ja, ich nehme jeden Tag wieder auf. Aber ihr wisst es, ich mag das Spiel ja selber auch nicht so.
Ich mag es nur, weil es er fair hat und das bringt mir die Motivation, die ausreicht, um es eigentlich täglich zu spielen. Aber ich merke das gerade, mein Hals ist ein bisschen zu und ich bin müde. Es ist einfach so, dass es einfach mich immer wieder wegzieht. Obwohl ich eigentlich die Motivation hätte. Aber habe ich nicht. Tut mir leid, aber deshalb kommt es nur alle 3 Tage ungefähr. Aber ich werde schauen, dass ich das Projekt nie aufhöre. Und wenn ihr wirklich gnädig seid für mich, ein bisschen Nachsehen habt, dann mache ich mehr. Aber ihr müsst liken, ihr müsst abonnieren, ihr müsst kommentieren. Ihr müsst mir Feedback geben. Solange ich nicht Feedback bekomme, weiß ich ja nicht, was ich besser machen soll. Ich werde natürlich dann anfangen, Schlachten mitzumachen und so weiter. Das habe ich ja auch mit dem Schützen auf Ra gemacht. Aber ich bin immer der Schwächste auf dem Schlachtfeld sozusagen. Ich werde immer angegriffen. Das tut mir einfach sehr, sehr, sehr demotivierend. Es tut mir schon fast leid. Aber wenn ich immer das erste Ziel bin, dann ist es einfach so. Die kennen mich wahrscheinlich schon als Wesley Snipes. Die werden mich favorisieren. Die werden mich als erstes angreifen. Dann bin ich als erstes down. Ich verstecke mich dann immer. Ich gehe einfach immer wieder verstecken. Ich muss ja selber eigentlich nicht so viel betteln. Wenn ich dann einen guten Clan habe oder so, dann mache ich's. Aber davor nicht. Weil ich werde immer favorisiert. Okay, sehr viel gut Gold gefunden. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah ja, nach Alterung stimmt. Okay. Ja, und Regnum gefällt mir eigentlich noch sehr gut, aber sogar ein bisschen leise. Die Abwechslung fehlt. So, Kampfmusik mache ich nie an, die nervt so extremst, bis es fast schon kracht. Ja, mein Kätzchen ist auch gerade. Aha, mein zweites Kätzchen ist auf die erste Kätzchen draufgegangen. Sie ist drauf. Und jetzt würgt sie. Auf meinem Bett. Kämpfen immer auf meinem Bett. Zwei kleinen Kätzchen. Schnuckeligen Kätzchen. Ja. So schnuckelige Kätzchen. So, jetzt sind wir hier in Altaruk. Haben leider nicht so viel gefunden, außer ein Weihnachtsbaum und ein Magnet. Aber naja. Was ist das? Ein Rockner. Tja. Naja. Jetzt müssen wir dort hinten reingehen und danach müssen wir noch ein bisschen kräften, hä? Ja. Ah, ja, immer noch Weihnachtsmützchen an. Wie süß ihr seid. Ja. Also kräften machen wir. Haben wir jetzt eigentlich genug? Harte Knochen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo? Eichholzbrett. Das harte Knochen. Da unten? Ja, hier unten. Also der Langbogen brauchen wir, oder der Kriegslangbogen. Der hat 45 bis 61. Und der hat 45 bis 70. Der hat Reichweite 35 und der hat Reichweite 30, dann nehme ich den hier. Sehr gut, dann werde ich weiter weich, nein, harte Knochenstück craften. So. Du brauchst irgendwie 2 Stunden, okay. Also, dann müssen wir hier reingehen. Zum Schmied. Ihr habt eine Kohle gefunden. Oh, danke schön. Danke schön für eine Kohle. Die müssen wir da vorne abgeben. Ja, die jammern gerade ein bisschen herum. Die Keiten fighten immer zu stark, denen macht das weh. Sich gegenseitig machen sich Kätzchen immer sehr, sehr weh. Und ich werde angerufen. Muss kurz Skype auf. So, ich habe ihm geschrieben, dass ich Let's Player.
Jo, jetzt haben wir eine neue Quest. Wohin müssen wir? Müssen wir hier bleiben? Sehr gut, was sind wir jetzt? Level 29, einhalb, bisschen mehr als einhalb. Ja, hier rein. Das Wasserelement. Müssen wir zu ihr gehen? Nochmal etwas abgeben. Und jetzt? Haben wir wieder die Quest beendet? Nein. Die ist da vorne. Geht sie weiter. Ah, ihr habt diese Quest beendet. Okay. Ja, dann haben wir hier nochmal. Ah, da ist einer. It's brilliant. So, jetzt kommen wir in EP. Nach Altaruk müssen wir gehen. Wir gehen aber zuerst nach Altaruk müssen wir auch gehen, oder? Scheinbar schon. Sehr gut. Ha, ich bin geflogen. Trotzdem kann ich Totschaden. Wow! Nicht zu laut, die Kätzchen. Die machen miau, miau. Ah, da drunter müssen. Komm, wir gehen kurz zuerst da drunter. Dann haben wir vielleicht das Level schon. Und dann gehen wir den suchenden Mann, hä, der uns die Kiste gibt. Ich glaube, bei der anderen Stadt hier unten. Mit der Nett, genau. Müssen wir hin? Grab der Element ist hier, genau. So, hallo, nicht plagen. Ah, jetzt müssen wir wieder spammen, genau. Jetzt haben wir den Ring gefunden. Und jetzt, hallo, sein lassen, bitte. Sein lassen. Nein, nicht plagen. Da plagen sich ja die Geister. Oh, hallo. Nein. Hallo, Samira. Samira plagt immer die Kira. Das geht nicht. Ganze Let's Play Katzengeräusche im Hintergrund. Wahrscheinlich hört ihr es nicht. Sie sind zu leise, aber mich nervt es, weil ich hab's laut. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich zurück. Nach Altaruk wahrscheinlich. Ja. Ich möchte endlich den neuen Bogen und die Rüstung und so. Das Set, das erste Set. Das einzige Set, glaube ich sogar. Also nur Items Set. Die Bonis geben ist es das einzige. Aber die geben nicht mal Bonis. Regnum ist einfach zu blöde. NGD Studio ist einfach zu blöde, um irgendwelche Sets einzubinden. Ne? Einfach kreieren Sets, aber nein, das geht nicht. Naja. Ja, also dank dem GenX geht's eigentlich mir relativ super. Das ist gut, weil mir geht es auch schon sehr schlecht in letzter Zeit wegen den Haters und so weiter. Aber jetzt tue ich unter jedem Video einen kleinen Spruch über die Haters schreiben, damit die ja nie mehr haten oder sogar noch beleidigter sind, aber Pech. Die werden nie mich überrumpeln können. Hater bleiben Hater und die sind dumm und gefräßig und nervig. Tja. Weißt du, man muss schon dumm sein, um haten. Haten ist immer ein Zeichen der Schwäche. Man muss furzdumm sein, um zu haten. Also, wenn ihr jetzt genug intelligent sein wollt, dann hört auf zu haten. Es ist wirklich nicht nötig zu haten. Versteht ihr? Also, hört auf zu haten. Es ist wirklich Dummheit. Dummheit ist im Gange. Die ist riesig. Yay, Level Up, die Hälfte geschafft. Nehmen wir an. Und wo haben wir jetzt die andere Quest? Da vorne. Hä? Beende das Rennen in 105 Sekunden und 10 Hindernisse oder weniger. Ich habe ja aber nicht das Ding. Das Schlitten habe ich ja nicht mehr. Geht in Richtung Alexis Gebiet. Gebt Vorseher Rockhand scharfe Klaue. Wo ist diese? Da ist die Quest nicht richtig, hä? Ja, das ist wirklich die Quest nicht fertig. Die ist nicht fertig gemacht. Da haben sie vergessen. Ja,
Symbol eins also anzunehmen, hinzustellen. Ja? Okay, jetzt müssen wir zurück wahrscheinlich. Sehr gut. Ja. Ja, trotz schöner Grafik blocken manchmal die Items einfach auf. Ist ein bisschen nervig, aber gut. So, aber bevor wir jetzt das weitermachen, machen wir jetzt zuerst die Quest mit dem Ding. Ist das die Quest? Vulkanische Zone. Ich glaube, die ist nicht in diesem Dorf. Wir gehen jetzt einfach von Dorf zu Dorf. Ah, da ist noch ein Quest. Ja, in Richtung vulkanische Zone. Ja, ich bin wahrscheinlich eben nicht so ein guter Let's Player, weil ich halt ein bisschen Dialekt habe und die Mikrofonqualität. Also Siberia 200 von Logitech. Sennheiser ist wirklich ein Schrott. Ich dachte, ich kann bessere Qualität haben, aber habe keine gute Qualität scheinbar. Sagen mir ja alle Haters, oder? Jeder Hater sagt, ja, du hast eine scheiß Qualität. Gut, lösche ich die Kommentare wieder von mir aus. Aber wieso sollte ich diese Kommentare annehmen, dass es jeder sieht? Dann nehme ich die lieber nicht an. Weil die sind im Spam-Schutz, sozusagen. Das ist nur so eine Liste, die blockt, oder? Die blockt die Kommentare, damit ich sie annehmen kann oder nicht annehmen kann, oder? Und das mache ich, weil ich eben auch ein bisschen mehr geschützt sein will. Und jeder, der mich hatet, kommt natürlich zuerst einmal in Spam-Shots zu spielen über. Aber das geht beim Livestream nicht, deshalb livestream ich jetzt auf Twitter wieder. Damit dort, dort habe ich Spam-Schutz. Da habe ich einen genial guten Spam-Schutz bekommen. Das hat jeder bekommen übrigens. Twitch ist da viel, viel besser als YouTube-Game. Das kann man einfach sagen, oder? Hallo, nicht jammern. Wo ist jetzt die Rockhand? Kätzchen, lass das nur hier drehen. Oh, so unglücklich gefunden. Diese blöde Quest. Hallo, geht's noch? Fertig jetzt. Fertig. Ich nehme jetzt die Samira. Die ist böse. Samira ist ganz böse. So, let's streichel Samira im Stream. Teil 1. Ja, ja. Nein, nein. Du gehst jetzt nicht weg. Samira. Schade, habe ich keine Webcam im Video, Fraps Video. Ich muss das irgendwie einstellen können. Dann habe ich auch in meinem Let's Play ein Video, also eine Webcam, oder? Kann es aber nicht einstellen, weil ich ein bisschen zu dumm bin. So. Nein, an dieser Stelle bin ich eigentlich recht unerfahren. Da brauche ich einfach Hilfe. So, jetzt streichelt die noch, bevor sie angreift. Eieiei, jetzt greife ich schon wieder an. Die arme Kira. Immer die Kira ist das Opfer. Nein, nicht da hinten. Nicht nach hinten. Aufs Bett. So. Also, jetzt ist wieder gut. Da oben haben wir noch eine Quest. Und wir haben noch zwei Quests. Eines ist hier in der Mitte. Und die andere ist eigentlich da oben irgendwo. Naja, nehmen wir noch eine Quest an. Lasst jetzt dieses Geplage. Fertig, Kätzchen. Kätzchen müssen auch alles lernen. Anstand haben müssen sie lernen. Und eine Quest nehmen wir unten an mit dem Geschenk. Was war das jetzt für eine? Bist du? Nein. Was? Das ist Sitzbrand, aber einer hat einen. Doch, das ist Sitzbrand. Der hat ein rosa, hellblaues Sitzbrand oder so. Ist, glaube ich, vom Sch. Das ist völlig hässlich. Lasst jetzt bitte dieses Gekämpfe. Ich bin so abgelenkt. Also ständig höre ich dieses Gejammer so. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber wahrscheinlich sehr, sehr gering oder gar nicht. Ist ein bisschen schade, aber das ist mega, ja, witzig irgendwie, aber auch ablenkend. Meine Kätzchen greifen mich an. Horrorfilm. Kätzchen gegen Kätzchen.
The Hall of Fame, neu im Kino. Part 1 von 500. Die Killerkätzchen, sie greifen an. Ab ins Kino, auf 3D. Also in 3D. Auf Full HD. Einen Ultra HD. Kätzchen gegen Kätzchen, neu auf DVD und Blu-ray. Ja. So. Der Weihnachtsbaum habe ich. Ja, der Weihnachtsbaum habe ich. Benutze ihn aber nochmal. Ja. Schade, Mann. Ich möchte noch etwas haben. Gibt es da wirklich immer noch Gold? Weiß das einer? Denke schon, ja. Wenn dann eine Mütze oder so, ultra selten 0,01% Wahrscheinlichkeit oder so. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier hinten durch. Hallo, nicht jammern. Sonst komme ich wirklich und plage euch. Ich plage sie immer zurück, indem ich sie einfach auskitzele. Ah, der Langbogen ist fertig. Sehr gut. Können wir gleich den Langbogen noch abliefern. So. Ja, eventuell wird der Part ein bisschen weniger lange, weil ich bin schon viel zu müde, aber er hat mich eigentlich, jetzt 3 Stunden haben wir telefoniert miteinander, ich und Jennix. Ihr seht es ja im GTA Online, Let's Play Together, da macht er mit, ist ein super netter Mensch. So. Und ja, hier haben wir nichts mehr, also müssen wir auch zur Quest gehen. Aber wo ist scheinbar die Quest? Die da. Es ist die da, later. Ich hoffe, es ist eine von diesen hier. Ah, Ring der Telekinese müssen wir merken. Der ist es sicher nicht. Und 2 auch nicht. Eventuell den noch. Nö. Hallo, geht's jetzt noch? Schlimme Kätzchen. Der ist es sicher. Betz. Ah nein, Retz. Sprech mit Wild. Nein, werde ich nicht. Irgendwo muss es doch der geben. Zentralwüste. Nein. Ich möchte gerne die Quest haben. Wie schwer ist denn das? Ich möchte die Level 30 Quest haben. Da vorne. Das ist die Quest. Ja, ja. Ah, die ist hellgrün. Ja, genau. Nehmen wir an. Und jetzt müssen wir wohin? Nach Alteruk. Okay, gehen wir nach Alteruk. Oder hier kurz hin. Ah, dann ist eine andere Quest. Jetzt haben wir die Kiste schon. Cool. Also, dann legen wir... What? So viele? Belegen wir die zu 4, ja. Ich dachte, man bekommt immer nur 3 über, aber es sind mehr, ja. Das ist einfach falsch in Erinnerung scheinbar. Ja, die Items, die ich anhabe, werden sowieso irgendwo hingelegt. Also, da haben wir einen Kampfbogen, der ist kurz, und einen Langbogen, der ist nicht kurz. Haben wir Level 30 Yoroi Brustpanzer, Yoroi Helm, Erforscher Schulterpanzer, Panzer der Erforscher Handschuh, Erforscher Hose und Präzisionspfeil. Sehr gut. Ah, jetzt sehen wir auch cool aus. Endlich mal. Also, ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und die nächsten Part werden wieder länger, gell? Der letzte Part war ja 37 Minuten lang und der ist vielleicht ein bisschen kürzer, je nachdem. Dankeschön und auf Wiedersehen, liebe Leute. Tschüss!